Und deswegen sagen die Gelehrten, nehmt das Wissen von bereits verstorbenen Gelehrten. Denn die noch Lebenden sind nicht vor der Versuchung sicher. Wie viele Menschen haben Wissen bekommen über diese Religion und dann hat sie Shaitan in die Irre geführt, sodass sie ihre Religion verkaufen, sodass sie die Menschen in die Irre leiten, so wie dieser Bal'am. Und deswegen, liebe Geschwister, nur weil jemand bei irgendeinem Gelehrten sitzt oder gesessen hat, das ist kein Qualitätssiegel. Ja, du musst bei Gelehrten sitzen, damit du lernst. Es geht ja nicht anders. Du brauchst einen Lehrer und dieser Lehrer muss Wissen haben. Aber heißt das, weil du bei einem Lehrer warst, dass du nicht in die Irre gehen kannst? Al-Khawarij, diejenigen, die Uthman radiallahu anh getötet haben, diejenigen, die Ali radiallahu anh getötet haben und Muawiyah radiallahu anh erstochen haben, wobei er nicht gestorben ist. Diese Khawarij saßen doch beim Propheten sallallahu alaihi wasallam vorher, oder nicht? Als der eine kam zu Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, sei gerecht, diese Aufteilung ist keine Aufteilung, mit der das Wohlgefallen Allahs verlangt wird. Das heißt, die haben doch Al-Quran gehört, oder nicht? Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr eure Gottesdienste mit ihren Gottesdiensten vergleicht, werdet ihr eure Ibadah nicht vernachlässigen, sondern als wenig ansehen. Wie heißt das Wort? Geringschätzen, jazakallahu khairan. Möge Allah dich wertschätzen. Also die Wort, unsere Ibadah, also die Ibadah der Sahaba vor der Ibadah der Khawarij, das ist überhaupt nicht zu verhindern. Die beten viel, lesen viel Koran und so weiter und so fort. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, sie treten aus der Religion raus, wie ein Pfeil durch die Beute austritt. Ein Pfeil, wie lange bleibt er in der Beute drin? Ja, zum Beispiel so kleinere Tiere. Ja. Wenn man mit einem Pfeil schießt und zack geht der Pfeil von der einen Seite rein und von der anderen Seite raus. Ja. Die gehen in den Islam rein und dann wieder raus. Warum? Was heißt das? Einige Gelehrte sagen, deswegen sind sie Kuffar, aber die meisten Gelehrten sagen, nein, die Khawarij sind keine Kuffar. Aber das bedeutet, ihr Religionsverständnis hat nichts mit dem Islam zu tun. Sie gelangen in den Islam rein mit dem Beginn des ersten Verständnisses, Koran, Sunna und so weiter, aber da bleiben sie nicht lange. Und das ist leider auch heutzutage sehr verbreitet. Man kommt in den Islam neu oder kehrt wieder zurück, fängt an zu lernen, Koran, Sunna, zack, sofort kommt man zu den Khawarij. Möge Allah uns bewahren. Das heißt, niemand ist sicher vor Fehltritten. Und deswegen müssen wir immer Allah anflehen, Ya Rabbi, leite mich recht. Deswegen lesen wir in jeder Raka'a, Ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns recht zum geraden Weg. Also das ist die erste Sache, und zwar eben dieses Verhalten wie ein Hund, im Sinne von, ihm ist es egal. Ob so, ob halal, ob nicht haram, her mit. Hauptsache meine Triebe sind gesättigt.